Hallöchen, ihr lieben Pferdefreunde, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Ich habe ganz viele Pferde wieder. Es sind ein paar Fohlen geboren worden. Und bevor ich es vergesse, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Denn die Yuki hat gestern durch Zufall hat sie was gefunden. Also ich bin da wirklich durch Zufall drüber gestolpert und ich möchte euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Allerdings am Ende des Videos. Und zwar geht es darum, um die neuen Rassen, die wir irgendwann bekommen werden. Da gibt es an sich tolle Neuigkeiten für. Wie gesagt, das gucken wir uns aber erst zum Schluss an des Videos. Also, Edgy Badgy, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, wenn ihr gucken wollt, was ich mit den neuen Rassen meine, die irgendwann ins Spiel mit reinkommen. Seid gespannt. Wir legen aber erstmal ganz normal los mit der Riding School. Und zwar kommen wir einmal zum... Wie soll ich es nennen? Zu einem vergessenen Mäuschen, was ich seit 2 Wochen vergessen habe. Es tut mir leid, diese Stute ist spups und immer wieder durchgerutscht. Die hat auch noch keinen Namen, obwohl sie jetzt schon ein paar Tage bei mir ist. Liegt einfach daran, dass ich nicht weiß, ob ich sie behalten soll. Also ich war sehr lange am Überlegen und nehme ich sie, behalte ich sie und weil sie hat unter 600. Ihr Plus ist natürlich gerade ihr Cream und ihr Z und ihr Splash White 1. Könnte ein Champion in Raining werden. Ja, ich weiß nicht. Also ich mag diese Fellzeichnung sehr gerne. So an sich ist sie nicht schlecht. Sie hat, glaube ich, 3, 6, 6, very good. Sie macht keinen schlechten Konfus. Ist jetzt auch nicht die beste. Also klar, wo ich angefangen habe mit einer 86, habe ich gedacht so, uiuiui, wenn es so weitergeht. Aber ich sag mal, wenn 81 das Schlechteste ist, was sie bringt oder macht in den Konfus, ist alles noch in Ordnung. Ich weiß es ehrlich noch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich würde schon ganz gerne so ein bisschen in dieses Cream mit reingehen momentan. Ich muss einfach gucken. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, dann zu einem fast Neuzugang, 19. Jetzt muss ich doch mal eben kurz gucken. Den jungen Mann habe ich euch schon gezeigt, dann kann ich den gleich wieder mit rausnehmen. Aber das kleine Mäuschen habe ich euch noch nicht gezeigt. Die ist nämlich vor 2 Tagen gekommen und ich war so traurig. Nicht wegen dem Avish, sondern dass sie kein G hat. Sie hat ein tolles GP. Ich habe den Hengst genommen, weil bei den Finhorse will ich ja mehr so auf mehr so auf die Schimmel, weil die halt selten sind von der Rasse her und halt, ich muss mir noch einen Rappen irgendwann zulegen, aber das kommt nach und nach. Wie gesagt, die kleine Maus wird definitiv nicht bei mir bleiben, einfach weil sie das, Geh nicht hat. Dafür hat sie aber ein Splash White 1 und ich hatte das die Tage im Stream erwähnt und da war Yumiko auch mit drin. Yumiko, ich weiß ja, du guckst zwischendurch die Videos oder eigentlich mittlerweile regelmäßig, I don't know, ist egal. Yumiko, sag mir doch bitte nochmal Bescheid, ob du die Kleine jetzt haben möchtest oder nicht, weil dann bekommst du sie einfach. Apropos erwachsen, das ist meine Schimmelstute. Ist sie nicht ein Träumchen, sie bräuchte nochmal einen besseren Namen, aber sie ist so wunderschön. Das ist so ein wunderschönes Mäuschen. Und ja, ich habe sie gestern auch schon decken lassen. Da konnte ich leider jetzt nicht warten.
Genau, gestern. Na gut, ich hätte bis heute warten können, aber m-m. Das ging nicht. Das, nein. Wie gesagt, die ist erwachsen geworden und da warte ich jetzt mal drauf, was dabei rauskommt. Ich hoffe natürlich ein Doppel-G. Ich hoffe es. Ein weiterer Neuzugang, da muss ich jetzt einmal kurz gucken. Ja, von Black Pearl. Ein wunderschönes Stütchen mit einer schönen Blässe. Aber sie hat auch Cream mit drinne, was mich sehr gefreut hat, weil dann ist sie mehr so ein Smoky Cream, also so ein dunkel Cream, aber GP Katastrophe. Und hier das Katastrophe. Die geht definitiv ins Retirement, also damit züchte ich nicht weiter. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich leider Gottes die Black Pearl mit weggebe, weil sie halt die letzten Tage oder die letzten Male halt jetzt auch nicht gute Fohlen mit hervorgebracht hat. Deswegen, da muss ich mal gucken, wie ich das mit ihr handhabe. Wäre natürlich schade, wenn ich sie weggeben müsste, aber im Moment funktioniert das einfach nicht. Oder ich habe einen Wurm drinne. Dann, apropos, mein Dream Kiss ist erwachsen geworden gestern und da hatte die Yuki so einen ganz tollen Einfall. Da habe ich mir doch gedacht, so, okay, dann flitzt du mal schnell zu der Edith rüber, nimmst den Reborn Legend, nimmst den zum Decken, der hat ja schön viel Very Good. Gucke bei den Eltern und stelle ups fest. Den kann ich nicht nehmen. Ist seine Tochter. Ja, Edith. Damit hat sich der Besuch gerade dezent einmal erledigt. Also zumindest mit dem Hengst. Ich glaube, der deckt nicht mehr. Der deckt noch. Ist dann nur so die Frage, 20.000, das geht auch noch. Der hat auch 10 Very Good, ist halt aber auch mit im Stammbaum vertreten. Das ist halt das Problem. Jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich einen von meinen Hengsten nehme. Oh, wartet mal, Leute. Ich meine, der Hightower hätte auch einen guten Hengst. Zwar vom GP her nicht so gut, aber. Wartet mal kurz. So, da bin ich wieder. Leute, ich habe jetzt gerade aus Versehen die Aufnahme ausgemacht. Also, Heidi, ich habe mit zwei deinen Hengsten gedeckt. Bin auf das Ergebnis gespannt. Hier habe ich gerade schon gesagt, das kleine Mäuschen war so ein kleines Experiment mit einem Flexenhengst. Ist leider nicht so gut ausgegangen, sage ich mal. Die hatten Doppel-A, ist ein reiner Fuchs, und leider nur viermal Very Good. Konfus sind jetzt auch richtig schlecht. Also die wird leider, weiß nicht, entweder in den Verkauf gehen oder ins Retirement. Mal gucken. Dann ist mein Silver Gold erwachsen geworden. Wunderschöne Stute. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist auch von Regent. Ist es eine Tochter? Die war sogar gut. Ja, die war sogar gut. Wie gesagt, das Mäuschen bleibt auch bei mir. Sehr hübsche Stute geworden. Da wollte ich jetzt noch züchten mit. Da hatte Yumiko mir auch einen guten Hengst rausgesucht oder einen passenden Hengst. Das Problem ist, ich habe vergessen, den Link jetzt hier gerade mit reinzunehmen. Egal. Ich mache das im Off, weil sonst sprengt es wieder den Rahmen. Dann als nächstes ein weiterer Neuzugang. Jetzt muss ich gucken, 4 Monate. Nee, der ist. Der, ja, er.
auch nur dreimal. Very good. So schlecht ist er allerdings gerade aktuell nicht. Das Problem ist sein GP. Sein GP ist ein Problem. Sonst ist wunderschöner Kerl, ist auch ein Vollrabbi. Das ist echt traurig, dass es Fohlen so schlecht ist. Also nur vom GP her, weil die Eltern haben ein richtig gutes GP. Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalten soll. Help. Help, help. Dann kommen wir zu der nächsten Stute. Stute. Wollte ich die behalten? Nee. Die behalte ich, glaube ich, nicht. Hab ich die euch nicht schon gezeigt? Nee. Von wem bist denn du? Hä? Ach ja, ich habe ja mittlerweile 3 Rabbi-Stuten. Sie ist so süß. Sie hat so ein süßes Schniepchen an der Schnute und sie ist so süß. Aber sie ist... Oh doch. Doch, das war das gute Fohlen. Für einen Rabbicano Bombe. Also vom GP her Bombe. Hat auch eine ordentliche Farbpalette. Sie hat dreimal Very Good. Ich glaube, ich werde sie auch behalten. Also auch wenn sie jetzt keine guten Konfus macht, ich hoffe, die werden besser. Sie hat leider ein Average mal drinne. Aber sie ist halt so vom GP her so das, wo ich mir erhoffe, da hinzukommen. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, sie bleibt. Und ja, mal gucken, wie sie sich so macht. Wie gesagt, das ist keine schlechte Verpaarung gewesen. Ich muss mal gucken. Ich muss noch mal gucken, ob ich einen guten Rabbi-Hengst finde oder nicht. Ich weiß, Yumiko hat welche. Bachelor Lady hat auch welche. Ich glaube, Bachelor Lady, ich glaube, ich probiere es noch mal mit einem von deinen Hengsten. Da muss ich aber erst noch mal gucken. Und ich glaube, Edith hat auch noch welche. Da muss ich erstmal so ein bisschen rumgucken, rumprobieren. So, Leute. Jetzt aber zu unserem Highlight. Ich mach mal die Musik leise. Ich hoffe, ich krieg da jetzt keine Probleme. Ich hoffe, ich krieg da jetzt keine Probleme mit YouTube, weil ich die Musik jetzt mit in dem Video mit drin habe. Aber es gab gestern noch ein kleines Update und es kam ein neuer Trailer, sage ich mal, mit raus. Und wir machen das jetzt mal Vollbild und wir gucken uns den mal ganz kurz an. Sorry für die Qualität, es ging gerade nicht besser. Aber man sieht halt, sie haben das Ganze nochmal überarbeitet und wie gesagt, er macht es gerade nicht besser. Ja, das sind jetzt nochmal die ganzen Personen. Und ja, ein paar Pferderassen sehen wir damit bei. Sehr tolle Pferderassen. Ich glaube, das war's auch. Ich denke schon, dass ihr das jetzt gesehen habt. Ich muss jetzt einmal nur zu der Stelle wieder zurück, wo wir... Also wir sehen die Hintergründe, wir sehen dieses Ganze überarbeitet haben. Jetzt hat das auch scharf gestellt. So. Einmal hier. Das ist mit einer Rasse, die ist noch nicht im Spiel mit drinne, aber es sind die Lusitanos oder die Lusitaner. Und das ist, ich glaube, es ist jetzt Stute und Fohlen. Und Leute, ich sag's euch jetzt schon, wenn die jetzt mit ins Spiel kommen, die sollen ja irgendwann mit ins Spiel reinkommen, also ich gehe davon aus,
wahrscheinlich jetzt im Sommer dieses Jahr oder Spätsommer, mal gucken. Aber wenn die mit reinkommen, Ayacaramba, erstens sind die mega schön gezeichnet. Wenn man sich das hier mal anguckt, die sind mega schön gezeichnet. Auch das Fohlen ist mega süß. Yuki wird sterben. Yuki wird sterben, weil das Fohlen einfach so süß ist. Und ich freue mich jetzt schon so mega doll auf diese Rasse. Dann, wo hatten wir es noch? Ladruba, genau, hier. Das ist jetzt mit einer Rasse, die jetzt noch nicht, glaube ich, so oft gezeigt wurde. Sie zeigen ja zwischendurch auf Instagram, zeigen sie ja schon was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind auch mega schön gezeichnet, auch Stute und Fohlen. Und das sind die englischen Vollblüter. Woher ich das weiß, kann ich euch sagen, weil ich vor ein paar Wochen auf Instagram so ein ähnliches Bild gesehen habe, mit einer anderen Fellfarbe, und das war ein englisches Vollblut. Auch mega cute gezeichnet, vor allem wenn die dann wirklich auch so eine Vielfalt haben an den Farben. Ich sag's euch nochmal, Yuki wird sterben. Yuki wird sterben, weil sie dann wirklich 200 Boxen braucht für die Pferde. Das ist echt eine Katastrophe. Das ist wirklich, das ist so zum Weinen. So, jetzt kommt Yukis drittes Todesurteil, und das sind nämlich die Brumbies. Nee, das müssten nicht das sind. Das sind die neuen, noch nicht veröffentlichten australischen Wildpferde. Die sollten ja eigentlich, sollten die, glaube ich, Anfang des Jahres ins Spiel kommen. Es gab da ein paar Probleme. Ich bin jetzt gespannt, wann die wirklich ins Spiel kommen. Und Leute, guckt euch mal diese Fellfärbung an. Das ist mega schön. Das ist jetzt auch Stute und Fohlen. Stute ist mega geil gezeichnet. Fohlen ist jetzt wieder ein bisschen dezent, würde ich sagen. Also da haben mir die anderen beiden Fohlen besser gefallen. Aber es ist einfach unfassbar schön. Also wenn es sie wirklich in so viel Grautönen gibt, dann, oh Gott, Leute, ich muss anbauen. Yuki muss ihren Stall total anbauen. Es geht nicht anders. Es ist Eierkalamba, sage ich euch nur. Wenn jetzt die Rassen noch dazukommen, also ich hoffe nicht, dass sie jetzt dieses Jahr alle drei Rassen mit reinpacken, weil dann, ja, kriege ich wirklich ein Problem. Wie gesagt, das ist halt das, was ich euch zeigen wollte. Ich glaube, das ist jetzt nochmal von den Mustangs eine neue Farbe. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ja, den Rest, den kennen wir halt alle, ne, von den Rassen her. Aber wie gesagt, oh, ich bin so verliebt. Das gefällt mir richtig gut. Aber mir gefallen die Lusitanen auch sehr schön. Das ist, Leute, das müsst ihr mir jetzt noch in die Kommentare mitschreiben, wie ihr das findet. Und ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich glaube doch, es ist jetzt wieder eine längere Folge geworden. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare mit rein, wie ihr die Pferde findet. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.